Hallo liebe Internetgemeinde, hier ist euer Staupilot Frank und bei mir, ich bin nämlich heute nicht alleine, nein, ich habe mir Unterstützung geholt, Achim Sam. Er ist Ernährungsberater, aber Figurpilot und Unterhalter und auf der Bühne im Saarland zu sehen. Am 12. März bist du bei uns und wirst da die Kongresshalle rocken und voll machen. Um was geht's in deinem Programm? Ist was? Ja, um furztrockene Ernährungswissenschaft. Ich halte da einen Vortrag über, also es wird ein Uni-Vortrag, wird das werden. Nein, natürlich nicht. Es wird ganz locker, ganz entspannt. Es ist in Anführungszeichen leichte Kost. Und ich erzähle auf eine humorvolle Art und Weise, wie man sich durch diesen ganzen Ernährungsdschungel und durch das Labyrinth so durchmanövriert. Also man geht raus und kriegt ein bisschen Information, man ist aber auch gut unterhalten und ich möchte, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, das war schön. Das Interessante dabei ist, wir haben jetzt ja noch ein paar Wochen hin, sagt ihr auch gerade, ne? Da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ja, die Sache ist die, ich hatte ein bisschen zugenommen in letzter Zeit, ne? Also ich habe mal so 10 Kilo draufgehauen, die würde ich ganz gerne wieder loswerden und zwar mit deiner Hilfe. Einfach mal so ein Tipp, wie kann ich starten? Was ist das Wichtigste, an was ich mich halten soll? Ja, zunächst, also, eigentlich brauchst du doch so ein bisschen Bauch. Mann ohne Bauch, so wie ein Himmel ohne Sterne oder wie ein Haus ohne Balkon. Aber weißt du, wenn man vorne antippt und das hinten mitwackelt, ist immer doof, weißt du? Also du kannst natürlich starten, indem du, wir haben ja so eine Blitz-Diät sozusagen, aber die nicht ungesund ist. Man verliert im hohen Maße Körperfett, nicht Muskelprotein, was ganz entscheidend ist, dass man nicht in so eine Jojo-Falle tappt. Also mit der 24-Stunden-Diät geht's los. Die habe ich mal vor ein paar Jahren zusammen geschrieben, war ein Bestseller mit einem Professor zusammen, mit Professor Hamm. Und damit geht es jetzt richtig ans Eingemachte und dann ist die Einstiegsmotivation so hoch, dass man automatisch weitermacht. Und dann haben wir ganz gute und viele Pläne auch auf eurer Website. So, ich vertraue ja auf dich, dass wir jetzt da eine Runde auch aus der Kugel in meinem Bauch wegschlachten können und dass das irgendwie ein bisschen weniger wird und schmilzt. Da habe ich mir noch zwei Kandidaten mit dazu geholt. Wir machen eine runde Sache draus. Ja, eine Runde oder vielleicht sogar so eine Brettsache wäre ganz cool. Also eine Brettsache wäre beim, ja, so Waschbrett wäre doch gut. Das Positive ist ja, bei dir ist ja auch ein Waschbrett da, du musst halt nur zum Doktor, ne? Ultraschall einmal rüber, ist bestimmt noch ein Waschbrett da. Da drüber ist eine kleine Schürze, die muss auf jeden Fall erstmal runtergeperlt werden. Dein erster Tipp, was kann man quasi machen, um abzunehmen, dass jetzt auch alle direkt noch was mitnehmen können? Also wir starten mit so einer Blitzmethode sozusagen und eiweißreich essen und dann geht am Anfang massiv was verloren. Damit wollen wir die Motivation so ein bisschen nach oben schießen und dann geht man in so eine Stabilisationsphase über. Also es ist ein ziemlich ausgeklügeltes Verfahren, ja. Es ist hochschwierig. Nein, ist es natürlich nicht. Also das kriegt ihr auch hin und es ist quasi so eine zum Einstieg eine motivierende 24-Stunden-Diät sozusagen, dass viel Körperfett verloren geht und dass man dann automatisch eigentlich weitermacht und dann landet man auch nicht einen Tag später an der nächsten Currywurstbude und futtert sich zu, sondern man will eigentlich weitermachen und da kriegen wir euch hin. Nachlesen könnt ihr es auf salü.de und natürlich täglich bei uns hören auf Radio Salü.